Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Unger Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Einblicke im Alltag der Deutschen. Renoviertes Heimatmuseum in Buhl. Direktübertragung von Kindheit an. Sie wollen den Mundart in Ofalu erhalten. Pflege der deutschen Musikkultur. Mondscheinchor singt seit 45 Jahren schwäbische Lieder in Sexad. Laternen beleuchteten die Aula der Schule. Martinsfeier in evangelischen Schule von Dombóvár. Vor etwas mehr als einem Monat wurde das Deutsche Heimatmuseum in Buhl eingeweiht. Mehrere Gebäude auf dem Grundstück wurden renoviert und das Haus beherbergt nur eine Ausstellung mit 4 Räumen. Die Gemeinde wollte neben dem Heimatmuseum noch eine andere Funktion für das Anwesen finden und so wurde darauf geachtet, dass es auch für Gemeindeveranstaltungen genutzt werden kann. Das Heimatmuseum von Buhl wurde einer umfassenden Renovierung unterzogen. Die Einweihungsfeier fand Ende September statt und seither konnten die Besucher die Ausstellung in Gruppen besichtigen. Neben dem Landhaus gibt es noch mehrere andere Gebäude im Hof, die ebenfalls vollständig renoviert wurden. Das Möbel und die Einrichtung wurde vollständig aus Spenden zusammengestellt, da viele Menschen bereit waren, ihre alten Stücke zu spenden, weil sie wussten, dass sie in gute Hände kommen würden. Das Heimatmuseum wurde erst am 29. September übergeben. Öffnungszeiten gibt es noch nicht, aber wir haben jeden Mittwoch, von der Selbstverwaltung einige Dienst, die dann die Leute warten von 15 Uhr bis 17 Uhr. Aber da müssen sich die Leute anmelden, Gruppen anmelden. Es waren schon sehr viele Leute hier, die sich angemeldet haben, aber nicht nur an den Mittwochen, sondern auch an anderen Tagen. Morgen kommt wieder eine Gruppe und nächste Woche Mittwoch kommt wieder eine Gruppe aus Großnara, dann kommt eine Gruppe am 3. Dezember aus Borch und es waren auch schon hier ganz, ganz viele Leute, die das Haus besichtigt haben. Dieses Haus hatte die örtliche Selbstverwaltung, die Selbstverwaltung von Buhl im Jahre 2019 gekauft und hat das Gebäude, das wir hier vorne sehen, renoviert aus eigenen Mitteln und hat auch Bewerbungen beschrieben, wo sie dann ein bisschen Geld dazu erwerben konnten. Und als das Haus fertig war, da haben sie das uns übergeben, dass wir da ein Heimatmuseum und ein Gemeinschaftshaus einrichten sollen. Und danach haben wir die Deutsche Selbstverwaltung aus Buhl weitergemacht. Wir haben auch Anträge gestellt, Bewerbungen geschrieben und so konnten wir ein neues Tor, ein großes und ein kleines machen lassen. Und da haben wir das Wasser eingeführt und Abwasser niedergelegt, weil das war auch nicht im Haus. Danach haben wir uns wieder beworben und da konnten wir, weil alle Nebengebäude waren kaputt, die sind eingestürzt und da mussten wir alles hier wegschaffen. Und da haben wir dieses Gebäude hier gebaut, wo so ein äußerer Gemeinschaftsraum errichtet haben und dann ein bisschen ein Raum, der geschlossen ist, wo wir unsere Sachen aufbewahren können. Und Chore war auch kaputt gegangen, der Getreidespeicher. Nur diese Stelle, die Hühnerstelle, Schweinestelle, die war noch ein bisschen ganz und da haben wir einen neuen Chore darauf bauen lassen. Danach sind die Gärtner gekommen und die Gärtner haben hier einen schönen Garten angelegt. Ja, die haben Pflanzen angepflanzt an den Mauern und da eine schöne Wege angelegt und haben auch den Rasen da angelegt. So haben wir jetzt einen schönen großen Hof, was auch Gemeinschaftszwecken dienen wird. Die Möbel, die haben wir
Die meisten haben wir aus den umliegenden Ortschaften bekommen, weil in den kleineren Dörfern sind noch mehr übrig von diesen Möbeln. Dort haben wir dann ganze Einrichtungen, ganze Stubeneinrichtungen bekommen. Aber aus Puy haben wir auch viele Textilien bekommen, Vorhänge, Bettwäsche und Betttücher, Tischtücher und auch Kopftücher, Kleidungsstücke haben wir bekommen und so konnten wir 4 Räume im Haus einrichten. Wenn Sie das Heimatmuseum betreten, befindet sie sich in einer Eingangshalle. Die Wände sind mit alten Porträtgemälden der Bewohner von Bohr geschmückt und neben der Tür befinden sich 2 Tafeln, die aus alten Bettgestellen gefertigt wurden. Hier ist ein Foto der Familie König zu sehen, die das Haus gebaut hat. Daneben steht die Namen der Personen, die Möbel und alte Gegenstände für das Heimatmuseum gespendet haben. Es gibt auch ein Frauen- und ein Männerkostüm in einer Alttruhe. Das ist eigentlich so ein Vorraum vom Haus. In den kleinen Ortschaften, kleineren Dörfern, da gibt es nicht so ganz große Häuser, wie unser Haus ist. Und die sind auch ein bisschen anders eingeteilt, die Zimmer. Aber hier in diesem Haus haben wir so einen Vorraum. Das Haus wurde 1906 gebaut vom Konrad König und seinem Sohn. Sie haben es als eigenes Wohnhaus hier aufgebaut. Aber diese Familie, als solche Familie, wurde auch vertrieben, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und danach kam eine ungarische Familie in dieses Haus rein und haben lange da drin gewohnt. Und dann stand es auch noch 10 Jahre lang unbewohnt und deswegen war es in einem ganz, ganz schlimmen Zustand gewesen. Und das war schon die letzte Minute, wo man es noch retten konnte. Und so hat dann die örtliche Selbstverwaltung dieses Haus gekauft. Und da ist noch ein Truhe, ja, wo die Frauen ihre Staffierung bekommen haben. Ja. Und da sind dann so Fußbekleidung, die Patschke, die Socken und solche Sachen ausgestellt. Auch kleine Kinderschuhe haben wir von jemandem bekommen. Und da ist ein Tuch, ja, womit diese Truhe bedeckt ist. Das ist ein Kindstuch, da wurden die kleinen Kinder eingewickelt. Und es gab früher noch keine Kinderwagen. Ja, da haben sie die Kinder in solche Tücher da getragen. Wenn wir weitergehen, gelangen wir in der schöne Stube. Neben den Kleidern, der Bettwäsche und den Tüchern gibt es auch einen kleinen Hausaltar und verschiedene Heiligenbilder an den Wänden. Die Betten wurden, obwohl sie von den Bewohnern nicht benutzt wurden, regelmäßig gemacht, damit sie schön hoch sind. Das gesamte Inventar des Zimmers stammt von Meusch. Das ist eigentlich die schöne Stube, wie wir das hier so schwäbisch sagen, die 4. Stube. Das ist die schöne Stube, wo die Leute nicht gewohnt haben. Hier sind sie dann reingekommen, wenn sie ihre Sonntagstracht angezogen haben. Und hier in den Schränken wurden auch nur die Sonntagstracht bewahrt. Das war nicht bewohnt, da haben sie nicht geschlafen, nicht gelebt. Wenn die Familie auch groß war, wurde dieses Zimmer nicht benutzt. Hier haben sie die Toten aufbewahrt zum Beispiel. Oder hier haben die Leute rausgeheiratet, ja. Die jungen Leute, die heirateten, die standen auch hier. Hier wurden sie bekleidet, ja, angekleidet. Und das war immer so die schöne Stube, die nicht benutzt wurde. Da haben wir in einem Schrank, der dort hinten steht, Kleidungsstücke aufgehängt, die wir auch als Geschenk von den Leuten bekommen haben, als Spende. Und hinter mir steht ein Schrank, wo dann die Wäsche drin liegt, Bettwäsche und Unterwäsche. Und die Blusen von den Frauen, alles, was so in einem Wäscheschrank reinpasst. Und da sehen wir auch eine kleine Aufschrift, was oft in den Schränken vorkommt, ja, wo die Wäsche so reingelegt wurde, dass da so ein kleiner Spruch mit reingeschrieben war. Wir haben auch noch eine Kopftuchausstellung, haben die Leute aus unserem deutschen
magischen Kreis gemacht, weil die anderen Kopftücher, die liegen drin in den Schränken. Und da haben sie einige mit den schönen Mustern dann ausgestellt und aufgehängt. Die Gardinen haben wir auch von den Leuten hier bekommen, aus Boi und Umgebung. Und die sind alle authentisch, die sind alle original von der früheren Zeit her. Unsere Reise geht in meinem Wohnzimmer des Heimatmuseums weiter. Neben den Puppen in Trachten finden wir einen alten Kleiderschrank, in dem Röcke aus der Zeit aufbewahrt werden, wie sie früher üblich waren. Neben den Röcken befinden sich in dem Raum auch verschiedene Kopfbedeckungen, eine alte Nähmaschine und ein kleines Akkordeon, das von einem Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung gespendet wurde. Die Wände sind mit heiligen Bildern, Rosenkränzen und Wandteppichen mit Inschriften geschmückt. Wir haben insgesamt 4 Räume eingerichtet im Haus, die das Heimatmuseum bilden. Davon sind 3 Wohnräume und eine Küche. Die schöne Stube, vierte Stube, haben wir schon gesehen. Und wir haben dann noch 2 Zimmer eingerichtet, 2 Wohnzimmer. Und das eine ist das, wo wir jetzt stehen. Da haben wir nur ein Bett hingestellt, weil wir auch eine Liege oder eine Couch bekommen haben, ja, was früher auch sehr Mode war, und die haben wir hier ausgestellt, und da sitzen dann Puppen drauf, und überall in den Zimmern sitzen in ungarndeutscher Tracht bekleidete Puppen. Ein Teil dieser Puppen haben wir von unserem Altersheim bekommen. Dort waren schon ganz viele, die haben ganz viele gesammelt und haben sie dann uns geschenkt, und die Mitglieder unserer Handarbeitgruppe, traditionelle Handarbeitgruppe, die haben dann diese Kleidungen schön hergerichtet und ein bisschen neu genäht, ja, ein bisschen sauber gemacht und haben diese Puppen wieder so schön bekleidet. Und so haben wir jetzt ganz viele in unserem Haus aus verschiedenen Ortschaften. Wie man sie so sieht, kann man sehen, wo die dann alle herkamen, sind nicht nur alle aus Boi. Hier ist auch eine schöne Bettwäsche. Ja. Die Leute haben früher dann auch sie schön bearbeitet, bestickt. Und deswegen haben wir ein bisschen die Bettdecke aufgeschlagen, dass man hier dieses schöne Muster sieht, was da auf dieser Bettwäsche drauf ist. Im anderen Wohnzimmer sind 2 Betten und Schränke voller alter Kleidungen zu sehen. Dann geht es weiter in die Küche. Dieser Raum ist der letzte Teil des Ausstellungs, in dem alle Arten von Küchengeräten und Küchenmöbeln zu sehen sind. Am Tisch stellen 2 verkleidete Puppen eine Alltagsszene dar, und in einer Ecke des Raumes befindet sich das Waschbecken mit einem kleinen Spiegel. In der Küche, neben der Tür, steht eine Tasche, die früher von Männern auf dem Weg zur Arbeit benutzt wurde. Das ist die Küche unseres Hauses. Da haben wir alles, was wir von den Leuten bekommen haben, was in einer Küche passt. Besteck, Teller, Schüssel und alles, was die Leute früher in einer Küche gebraucht haben, ausgestellt. Wir haben auch einen Ofen bekommen, ja, wo die Leute früher drauf gekocht haben, auch geheizt mit diesen Ofen. Da sehen wir auch noch die Bügeleisen und ganz viele Sachen, wo sie, so Behälter, wo sie Zucker, Kaffee und alles aufbewahrt haben. Und die Kaffeemühlen sehen wir noch dort auf diesem Schrank. Und hier ist auch eine Wasserbank. Die Wasserbank war auch ganz typisch in den alten Häusern, weil kein Leitungswasser war. Da haben sie im Eimer vom Brunnen draußen das Wasser geholt und hatten dort immer so ein kleines Schälchen stehen, ja, und mit dem haben sie das Wasser geschöpft und dort gekocht. Hier ist auch ein Divan untergebracht worden, weil da haben sich die Leute dann am Nachmittag, wenn sie dann müde waren, ein bisschen hinlegen können. Und das ganze Leben ist eigentlich
in der Küche passiert. Da hat sie die ganze Familie getroffen und da haben sie dann gegessen und war da das Leben in der Küche. Das ist immer hier, ist alles so passiert. Nach der Ausstellung gibt es noch weitere Räume im Gebäude, die mit modernen Möbeln ausgestattet sind und für Gemeinschaftsveranstaltungen genutzt werden können. Einer dieser Räume ist der Heroldsberger Stube, benannt nach der deutschen Partnerstadt der Gemeinde. Dieses Zimmer gehört nicht mehr zur Ausstellung. Das ist schon ein Gemeinschaftsraum, wo wir zusammenkommen, wenn wir Sitzungen haben, die deutsche Selbstverwaltung, oder so ein paar Leute hier Besprechungen haben. Dann benutzen wir das. Die Möbel sind auch nicht mehr so ältere Möbel, wie wir in der Ausstellung gesehen haben. Diese Stube haben wir Heroldsberg-Stufe genannt. Heroldsberg ist unsere Partnerstadt in Bayern, in Deutschland, und die haben uns auch unterstützt. Die haben uns hier in diesem Raum diese neuere Bank und 4 Tische gespendet. Und wo wir unsere kleine Küche haben, die auch nicht mehr zur Ausstellung gehört, da haben sie dann die Küchenmöbel uns gespendet. Und wir sind auch sehr dankbar, dass sie uns so unterstützt haben. Das Heimatmuseum ist nicht einfach nur ein Museum, sondern die Selbstverwaltung hat sich verpflichtet, einen gemeinschaftsbildenden Ort zu schaffen. Die Gebäude und der Garten wurden mit der Arbeit vieler Menschen renoviert, sodass die deutsche Gemeinde Bohl stolz auf ihr schönes Heimatmuseum sein kann. Es ist nicht nur ein Museum, ein Heimatmuseum. Es ist auch ein Gemeinschaftshaus. Und das bedeutet, dass wir hier so ein lebendiges Haus, ein Leben da reinbringen möchten. Unsere Schule, die Deutsche Selbstverwaltung, hat eine Schule und einen Kindergarten. Wir sind die Träger von diesen 2 Institutionen. Und die Kinder von der Schule, die Schule ist gegenüber vom Haus, die kommen auch oft her und machen hier ihre Heimatkundestunden. Und wir möchten hier auch mit Gruppen dann Programme machen, wenn die Kindergruppen kommen, dass wir auch den Kindern auch was anderes noch bieten können. Dass es wirklich ein lebendiges Haus wird, ein Gemeinschaftshaus, auch für Erwachsenengruppen haben auch Interesse, die hier dann etwas veranstalten wollen. Wir haben da großen Platz. Wir können solche Veranstaltungen, die draußen verwirklicht werden können, machen. Drin im Haus ist nicht so viel Platz. Wir haben nicht so große Zimmer, dass wir dort drin was machen können. Aber hier draußen vom Frühjahr bis Herbst können wir Veranstaltungen machen. Wir sind auch sehr dankbar. Wir sind sehr dankbar der Selbstverwaltung von BOI. Wir sind dankbar auch am Ministerialrat, weil wir da auch Anträge gestellt haben. Da haben wir Gelder von den für die Minderheiten zurückgelegte Gelder da bekommen. Und wir sind sehr, sehr dankbar an unseren deutschen Kreis. In Bohl ist ein deutscher Kreis tätig. Die haben da fast ein Jahr lang sich mit der Einrichtung des Hauses beschäftigt, waren jede Woche da und haben da das ganze Haus eingerichtet. Wer die Ausstellung besichtigen möchte, sollte einen Termin vereinbaren. Das 1906 erbeutete Heimatmuseum hat keine Heizung und ist im Winter geschlossen. Die Ausstellung ist voll von schönen alten Kleidern und Einrichtungsgegenständen und wer sich für die Kultur der Ungarndeutschen interessiert, sollte Bohl unbedingt besuchen. Die Kinder in Ofalu werden schon im Kindergarten mit dem schwäbischen Dialekt vertraut gemacht. Der Mundart wird noch von vielen im Dorf gesprochen und das möchte man auch so lange wie möglich beibehalten. Der Volksmund ist ein wichtiger Teil des Identitäts und es ist wichtig, ihn von klein auf zu pflegen. Der deutsche Dialekt spielt im Leben von Ofalu eine alltägliche Rolle. Das Dorf engagiert sich nach noch immer aktiv für die Erhaltung und Weitergabe des Dialekts, da das Dorf von der Vertreibungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so stark betroffen war. Dadurch konnte die Kultur besser konserviert werden. Darauf sind wir sehr stolz. Ofalu war schon immer davon berühmt, dass es eigentlich ein kleines, isoliertes Dorf ist. Und deswegen sind dann auch die Bräuche und dadurch auch die Sprache, also der Dialekt selbst, sehr erhalten geblieben.
Es war keine Vertreibung, das stimmt schon. Aber ein Austausch oder dass viele weggezogen bin, hat schon bei uns auch viel bedeutet. Und trotzdem hat man es bewahrt. Also ich kann es nicht anders betonen, dass es eine Schicht von Leuten gab, denen es wichtig ist, denen es so kam wie eine Pflicht, dass ich das weitererbe. Die Kinder im Dorf werden schon früh mit der deutschen Kultur und Sprache vertraut gemacht. Obwohl sie den Dialekt nicht flüssig sprechen, verstehen sie ihn und lernen ein paar Sätze. Wir sind jetzt im Kindergarten 19 Kinder und davon sind 12 aus Ofalu und es kommen Kinder aus Opatvorost und aus Hidasch, eben wegen der zweisprachigen Erziehung. Also die Familien, wo es sind ja wenig, wo die Großeltern noch zusammenleben mit der jüngeren Generation. Aber da sind schon Kinder, die wo dann auch noch Dialekt verstehen. Und wenn die dann zu uns im Kindergarten kommen, dann rede ich natürlich mit ihnen diesen Dialekt weiter. Und erst später, wenn sie in der Schule kommen, sprechen wir die Hochdeutsche. Und mit diesen, wie das manchmal verstanden wird, gibt es so ganz interessante kleine Anekdoten, wo die Deutschen mal fragten jemanden, der wo Hochdeutsch nicht so beherrschte. Und ja, sprechen Sie auch Hochdeutsch? Und derjenige hat das nicht verstanden. Er fragte der Deutsche nochmal, sprechen Sie auch Hochdeutsch? Und da war die Antwort, ja, auf dem Hof, da reden wir auch Deutsch. Also das sind so kleine, wo man so Missverständnisse sind und wo aber für uns sehr, sehr wichtig ist. Auch für Ofalu, denke ich. Alle Kinder beginnen ihre Schullaufbahn in einer deutschen Grundschule. Die Eltern haben die Wahl zwischen mehreren Einrichtungen in der Umgebung. Sie lernen schon früh die Grundlagen, da sie mit dem Kindergartenkinder Deutsch sprechen. Mit dem Hochdeutsch kommen sie erst in der Schule in Kontakt. Alle gehen in deutsche Schule. Man kann wählen, Mecsaknádasd oder nach Bonyhád. Oder in Hitas gibt es ja auch Nationalitäten, also Unterricht. Im Dorf spielen die schwäbischen Traditionen eine wichtige Rolle. Neben dem Dialekt wollen sie auch ihre Bräuche an die jüngere Generation weitergeben. Erstmal ist es wichtig, dass es gehört zum Alltag. Also ich denke, meine Kindheit hat es bestimmt und es waren immer Leute, denen das wichtig war. Man hört ja oft, dass man die Sprache nicht weitererbt hat oder den Dialekt nicht erhalten hat. Aber ich bin stolz darauf, dass hier immer Familien waren, Leute waren, denen es wichtig war, dass wir nach 300 Jahren unsere Kinder, unsere Großenkeln, die meisten noch immer die Sprache weitererleben. Erstmal ist es ein gutes Gefühl für mich selbst. Andererseits ist es eine so, also das, ich denke schon, dass das die größte Stufe der Identität ist, wenn man das will. Es kann ja nur ein kleiner Reim sein oder ein Lied sein, aber wenn es wichtig ist, dass ich davon etwas weitergebe, das ist unsere Erziehung, das ist unsere größte Identität, finde ich. Die Pflege der Sprache ist ein wichtigster Säule der kulturellen Lebenshilfe. Der deutsche Dialekt wird im Ungarn nicht mehr so viel verwendet wie früher, aber wir müssen versuchen, ihn zu erhalten. In Ofalu bietet sich dazu eine gute Gelegenheit, weil die Sprache erhalten geblieben ist. In Ofalu sind von diesen 140 Häusern in 2025, wo Ausländer wohnen. Und die sprechen ja auch nicht Hochdeutsch, sondern ihren eigenen Dialekt, also ein Holländer oder ein Belgier. Flämisch oder den holländischen Dialekt. Und es ist interessant, dass die wo bei uns, also die wo so reden wie früher, die verstehen viel besser. Okay. Also es ist, die hochdeutsche Sprache wird von ihnen nicht so verstanden, wie wenn wir in Dialekt sprechen. Der Dialekt begegnet den meisten Kindern eher bei deutschen Gedichtwettbewerben. Im Ofalu können Kinder aber schon im Vorschulalter in einer deutschen Umgebung Kultur, Traditionen und natürlich dem Dialekt kennenlernen. Der Mondscheinchor von Saxart pflegt seit 45 Jahren die deutsche Kultur, einschließlich der Musik. Fast 30 Chormitglieder treffen sich einmal in der Woche zur Probe. Im Laufe der 4,5 Jahrzehnte haben sie mehrere renommierte Preise und Auszeichnungen erhalten. Der Mondscheinchor bewahrt die Traditionen der Ungarn-Deutschen in Saxart durch ihre Lieder. Die mehr als 20 Mitglieder des Chöres sind bei zahlreichen Treffen und Solokonzerten mit großem Erfolg aufgetreten. Unser Chor ist im Jahre 1978 gegründet aus den Einsiedlern, aus den Deutschen, die nach Saxart eingesiedelt haben. Unser Geburtstag war am 22. März, aber nur am
Im Oktober konnten wir unser 45-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind stolz darauf, dass wir so lange zusammenbleiben konnten. Wir halten es wichtig, dass wir eine gute Dirigentin oder eine gute Dirigentin haben. Jetzt dirigiert uns Martha Molnar. Sie trägt schon den Preis Johann Kerner Nebo-Preis. Das ist ein Preis für ungarn-deutsche Chordirigenten. Wir treten immer mit Akkordeonbegleitung auf. Unser Akkordeonspieler ist Anton Keller. Er trägt auch einen Preis für das Deutschtum in Sekszárd, János Klézny Nebo-Preis. Obwohl der Chor derzeit keine jugendlichen Mitglieder hat, nimmt er häufig an Veranstaltungen teil, bei denen er die deutsche Kultur an die jüngeren Generationen weitergeben kann. So ungefähr haben wir 30 Mitglieder und Ehrenmitglieder. Das ist ein bisschen schwierig. Wir sind nicht so junge Leute, nur im Herzen sind wir jung. Aber wir meinen, wenn wir in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, dann können wir ein bisschen unsere Kultur weitergeben. Anfang Oktober feierte der Chor sein Jubiläum mit einem Konzert. Das Publikum hörte das bunte Repertoire des Chores im Babits Mihály Kulturzentrum in Sekszárd. Unser Jubiläum war, wie ich schon erwähnt habe, am 7. Oktober. Und unsere alten Dirigenten haben sich an unserem Jubiläumsfeier teilgenommen. Sowohl die Frauen als die Männer. Eine Chorleiterin, die uns am Anfang dirigiert hatte, sie hat aus Deutschland zu uns zurückgekehrt und mit uns gesungen. Sie sind auch im Ausland aufgetreten, vor allem in Deutschland. Auch in Ungarn sind sie sehr beliebt, so dass der Mondscheinchor zu Auftritten an verschiedenen Orten eingeladen wird. In den vergangenen 45 Jahren haben sie mehrere renommierte Preise erhalten. Unser Chor, der Mondscheinchor, ist sehr bekannt, landesbekannt. Wir treten sehr oft in mehreren Chortreffen und wir werden auch verschiedene Qualifizierungstreffen teilnehmen. Wir haben schon mehrere Gold mit Belobigung und Gold mit Auszeichnung Preise bekommen und wir haben noch größere Preise. Wir haben die höchste Qualifizierungspreise schon bekommen. Goldene Pflau nennt man das. Das haben wir zweimal erworben. Wir haben noch Preise aus dem Landesratforum bekommen und auch von Sekszárd, Szetka Büszkesége, das haben wir schon dreimal erworben. Und wir haben einen Niveaupreis, Klézly János Niveaupreis für das Deutschtum in Sekszárd. Ziel des Vereins ist es, dazu beizutragen, die deutsche Kultur lebendig zu halten. Dazu ist es unter anderem notwendig, junge Menschen einzubeziehen. Unsere Wurzeln müssen wir kennen. Wenn wir das nicht machen werden, dann wäre es keine Möglichkeit, die deutschen Volkslieder, die ungarn-deutschen Volkslieder wieder erleben. Mhm. Unser Ziel ist und war, dass Ungarn-Deutschtum ein bisschen enger zusammenhalten und die alten deutschen Volkslieder bewahren und vertreiben. Wir sind stolz darauf, dass wir seit 25 Jahren mit Kindern arbeiten können. Wir können unsere Identität auf viele verschiedene Arten stärken. Sprache, Gastronomie, Literatur, Architektur, Traditionen, sei es Tanz oder Musik, sind wichtige Bestandteile jeder Kultur.
Die erfolgreiche Arbeit des Mondscheinchores ist seit 45 Jahren ein Beispiel für die wichtige Rolle des deutschen Liedes bei der Bewahrung der Kultur. Die Evangelische Grund- und Kunstschule Dombovár hat in diesem Jahr traditionsgemäß ihr St. Martins-Programm organisiert. Die Schule hat auch eine deutschsprachige Abteilung. Innerhalb dieser wird diese Tradition ebenfalls gepflegt. Der Laternenumzug durfte natürlich nicht fehlen. Die Tradition, vor dem Gänsebraten einen Laternenumzug zu veranstalten, ist auch heute noch vielorts lebendig. Der Ursprung dieses Brauchs am Martinstag ist die Begegnung von Martin und dem Bettler. Im Dombovár wird diese Tradition seit vielen Jahren an der Evangelischen Grund- und Kunstschule wiederbelebt. Am 10. November feierten die Eltern und Kinder der Schule gemeinsam in der Eingangshalle. Das Hauptereignis war der Laternenumzug, der wegen des schlechten Wetters in den Schulfluren stattfand. Nach einer Ansprache des Leiters der Einrichtung folgten kulturelle Darbietungen von Kindergärtern und Schulen sowie eine Reihe von handwerklichen Aktivitäten, ein Tanz und ein Handwerkmesse. Für den Laternenumzug bastelte jede Klasse eine eigene Laterne. Az iskolánk több mint 20 éves hagyományt ápol azzal, hogy a Mártonnapi jeles napot vagy népi hagyományt azt mindig megünnepli. Az iskolának van egy német nemzetiségi tagozata, ennek keretében ápoljuk ezt a jeles napot és ezt a programot. Évről évre mindig megemlékezünk, táncházunk van, kis zsíros kenyérpartink, libatöpörtünk és lámpás felvonulásunk. Az idei évben úgy terveztük ezt az egészet, hogy nyitunk a város felé, mellénk állt a város vezetése, mellénk álltak óvodák, iskolák, és kinyitottuk ezt a rendezvényt a város számára. Vannak itt óvodai kis csoportosok, óvónénik, más általános iskolák, rengeteg szülő van ma, és hát úgy terveztük, hogy ez az iskola körüli rendezvény lesz. A művelődési ház előtt raktunk volna ki lámpionokból, keresztből egy igazi Luther rózsát, egy fényjátékkal, amit aztán a gyerekek és a vendégek állnak körbe, és ezt felülről fotóztuk volna. Ez egy nagyon szép látványkép lett volna. Sajnos az égiek ma nincsenek velünk, úgyhogy ezt az egész rendezvényt itt kell megrendeznünk az iskola keretein belül. Die Luther Rose war ursprünglich das persönliche Symbol von Martin Luther, der Gründer der evangelischen Kirche. Einer Erzählung nach wurde sie von seiner Frau Katharina von Bora als Überraschung für ihn gestickt. Luther verwendete sie, um seine Streitigkeiten, Dokumenten und Briefe zu begläubigen. Amit nagyon sajnálunk, hogy nem csak a Luther rózsa fényjátékát nem tudjuk ma így megtekinteni, hanem a lámpásolás is beszorul ide az iskolába. A gyerekeink itt az iskolában már hetek óta készülnek erre, lámpionokat készítenek, kislámpásokat, mécseseket gyűjtenek, mécseseket egyrészt a Luther rózsa megvilágításához, másrészt pedig a kis lámpionjukba, hogy ezzel végigvonulhassunk itt a belvároson. Ma vonulni fogunk, de az iskola három szintjén, lejövünk ide az aulába, és megpróbáljuk ezt az egészet, amit egy nagy térre terveztünk, itt az iskola zárt keretei közé megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a kezdeményezés az egy jó ötletnek tűnik, nagyon sokan nyitottak és vevők rá, és abba bízunk, hogy az idei évi tapasztalatok és a jó gyakorlat eredményeként jövőre még nagyobbá tudjuk fejleszteni, és ha az égiek is velünk lesznek, akkor itt a belvárosban tudunk egy nagy rendezvényt tartani. Ami még kísérő rendezvény új és eddig nem volt, hogy elfogadták kézműves árusok a meghívásunkat. Az aulában két oldalt, jobb és bal oldalon kézműves vásárok vannak. Vannak népi hagyományos viseletek, ez a mai is tőlük van. Vannak kiskézművesek, már a karácsonyra is hangolódnak a gyerekek, és itt lehet ezeket az apró termékeket megvásárolni. Az aula bejáratánál pedig egy lángos sütő kínálja a termékeit teljesen hivatalosan, és nagyon-nagyon népszerű, mert 12 óra óta a gyerekek sort állnak, kollégák, és úgy látom, hogy most már a város lakossága is beállt a sorba, úgyhogy nagyon kelendő a lángos, a hagymás, a tejfölös és minden egyéb. Bár nem igazi Mártonnap, nem libacom, de hát a jelen körülmények között ez is egy jó színfolt, és a gyerekek azt mondták, hogy ezt gyakrabban honosítsuk meg itt az iskolában. In Ungarn wird die Wiederbelebung des Martinstages hauptsächlich von deutschen Gemeinden, Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden organisiert. Zum diesen Anlass ziehen Familien mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen und singen Martinslieder.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.